Bemalte Steine für ein Lächeln in einer ungewöhnlichen Zeit. Genau, Leute, das ist der Name, den Susanne dieser tolle Gemeinschaftsaktion gegeben hat. Und die Kreativ gegen Langweile Oppenau bunter macht, Leute. Deswegen gemeint ist auch die Aktion, diese Steinaktion, die am 9.4., wo man auch im Livestream angesagt habe, gestartet hat, vom Pavillon aus und sofort von Susanne und Uwe Hauser gestartet wurde. Ui, wie cool. Voll schön. Unsere Ranch. Ha? Mega. So, und jetzt? Schau ich mal, ob ich Steine finde. Hä? Ja, bitte. Ah, guck mal. Was habe ich denn hier? Live und direkt vor mir. Wow. Habe ich schon mal einen gefunden. Das ist toll. Halber drauf stand. Würdest du? Den nehme ich mal. Perfekt, genau. Dann mache ich nämlich wieder unser Abstand. So. Oh, guck mal, hier sind ganz tolle. Jawohl, warte mal. Dann warte mal, nee, der ist schöner. Abchecken. Guck mal. Jawohl, schön, da viel Fläche zum Bemalen, Leute. Da ist auch noch ein schöner. Show me. Guck mal, den finde ich auch toll. Jawohl, den nehmen wir auch. Ja, den nehmen wir auch mit. Okay, warte mal, wie viel haben wir jetzt? Vier Stück. Haben wir vier Stück? Guck mal, ich halte sie mal da so hin. So. Um den Abstand zu wahren. Leute. Schaut mal kurz. Ich glaube, die sind gut. Schaut mal kurz mit Ryan. Ja, das sieht doch gut aus, oder? Würde ich okay. Jetzt mal behaupten. Dann gehen wir mal zurück ins Chill. Dann gehen wir wieder zurück. Genau. Und malen mal. Dann holen wir euch dazu, Leute. Okay, genau. Bis dann.
So, und jetzt geht's los mit unsere. Ja, unsere Steine! Ja, stimmt. Doch, hau raus. Okay. Also ich sehe schon mal die Steine. Ja. In weiter Ferne. Warte mal, ich mach mal kurz so ein Zoom-Dings. Mal schauen, ob man sieht. Ja, so ein bisschen, oh Gott, wackel ich. Schnell wieder zurückzoomen, Leute. Und lieber weiter laufen. So. Jetzt bin ich ganz aufgeregt, ihr Lieben. Weil jetzt, das ist mein erster Stein, den ich legen darf. Susanne hat ja angefangen. Zwei. Ja, ja, aber also meine ersten zwei Steine, die ich legen darf, ja. Bei mir schon 3 und 4. Ja, bei Susanne schon 3 und 4. Das heißt, ich muss mal ein bisschen aufholen noch. Ich muss mal gucken, ob meine noch liegen. Genau, das machen wir jetzt aber als allererstens. Ja? Aber wir nehmen euch mit, haben wir gesagt, dass ihr aussehen könnt, was da Tolles entstanden ist. Deswegen, jetzt tue ich auch gleich mal runter filmen, Leute. Und direkt die Reihe entlang gehen für euch. Ich mache es wirklich so. Vorsicht, Susanne, du musst ein bisschen weiter vorlaufen wegen dem Schatten. Oh, da sind echt coole Sachen dabei. Leute, drückt einfach Pause dann, wenn euch irgendwas brennend interessiert, so. Geht aber echt ab, Leute. Geht echt ab. Bin richtig, richtig begeistert von euch, wie viel ihr da schon hingehauen habt. Hey. Wow. Sehr, sehr schön. So. Jetzt nochmal kurz in die Richtung. Schaut mal, das ist echt eigentlich schon eine ziemlich, ziemlich lange Geschichte geworden. Cool. So. Ja, die haben wir da erst hingelegt, genau. Aber ich finde das ja, die können ja viel besser, dass wir zusammen machen. Und Äpfel, da muss man ein bisschen Werbung machen. Da sind wir gerade dabei. So, hier haben wir echt voll coole Steine. Und vor allen Dingen, Leute, wenn unser Bürgermeister sogar was hinlegt, ich finde, dann solltet ihr auch was malen. Ich finde, es ist echt schön. Auch der Stein hier, die Hoffnung stirbt zuletzt, ist total cool. Und das hätte auch jemand fürs Chill malen können, eine Chillkröte. Total schön, total schön. Ich finde, hier ist auch ein toller Spruch. Darf ich das mal vorlesen? Hier steht, seid nett zueinander, auch wenn niemand zuschaut. Karma schaut zu. Und da ist ein ganz süßer Schutzengel. Vielleicht kannst du den auch noch mal filmen. Und der ist auch schön. Und da steht, Oppenau steht zusammen. Und das ist der Oppenauer Antivirusstein. Der ist auch voll schön. Die sind alle voll schön und witzig. Das ist auch richtig schön. Und das ist so schade, wenn man nicht die richtigen Farben nimmt, dann ist es irgendwann verblasst. Das ist so schade, das wäscht sich aus. Und alle haben sich so viel Mühe gemacht. Ja, Leute, nehmt unbedingt Lackstifte, ja, Dinge, die sich wirklich nicht durch Regen rauswaschen lassen, so. Die Farben müsst ihr wählen, Leute. Genau, und das ist auch eine gute Idee, Fußballverein, BVB. Du auch? Ich muss ja gucken,
ob es richtig ist hier. Genau. So, schauen wir weiter. Also wirklich richtig, richtig viele schöne Steine. Das hier, finde ich, ist ein kleines Kunstwerk. Das begeistert mich auch total. Also wir scheinen hier viele BVB-Fans zu haben. Das ist jetzt schon der zweite Stein. Das ist wunderschön, das eine, gell? Mhm. Und da ist ein toller Drache. Also hier gibt es richtige Künstler. Richtige Künstler. Wow, Leute. Also echt super cool, dass so viele schon mitgemacht haben. Und so, und jetzt kommen hier noch unsere Steine hin. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch mitmacht, weil jetzt kommen unsere. Juhu! Juhu! Mr. Kartoffel. Mr. Kartoffel ist gelegt. Stay positive and still chill. Stop for 1 minute, smile. Und die noch. Dann haben wir unsere 4 auch abgelegt und ich hoffe, es kommen noch dazu. Leute, in diesem Sinne, da bitten wir euch, macht bitte viel mit, viel Steine müssen hier noch auf dem Weg. Ihr seht, noch ganz viel Platz, so weit sind wir schon gekommen. Und so weit, wie man gucken können, plus noch weiter, wollen wir gehen. Genau. Also, Leute. Das ist die Challenge. Das ist die Challenge. Machen wir die Stadt bunt und bis dann. Wir freuen uns. Ciao.